Was? Du kannst nicht fliehen! Hey, was? Danke. Die Götter segnen dich. Tod den Speicheleckern von Ptolemaios! Ich muss hier raus! Du kannst nicht fliehen! Ptolemaios muss sterben! Verdammt! Danke. Die Götter segnen dich. Oh, zu stark! Hau weg hier! Hauptmann. Hm. Achtung! Nicht. Zu gütig. Vielen Dank. Er ist zu stark! Verdammt! Danke. Die Götter segnen dich. Hallo. Hey! Du kommst hier nicht vorbei. Achtung! Mist! Zähes altes Biest! Ich muss hier verschwinden!
zu gütig. Ich danke dir. Zu stark, der Bastard! Pass auf, hier stimmt was. Der Zensor wird seine liebe Mühe haben. Der heutige Teil war besonders verdorben. Vielleicht sollte Phanos der Jüngere Sokrates Pfad folgen. Phanos der Totere. Der Schierling soll ja zu dieser Jahreszeit besonders gut sein. Und diesen verräterischen Schund hätte er beinahe aufgeführt. Gemeinsam! Ich da bist du ja! Stirb, du Wurm! Dich schlitze ich auf! Zu gütig. Vielen Dank. Er ist zu stark. Verdammt! Danke. Die Götter segnen dich. Zu stark, der Bastard!
Morias Palast wird was. Gib den Weg frei! Aus dem Weg! Gib den Weg frei! Morias Paraskevas matatuta estin. Menschheit! Du bist tot! Du wirst stolpern und ich werde dir den Rest geben! Wir sind im Vorteil. Ich mach weiter. Komm zu mir. Ja, genau. Nos afrosinis. Τι συμβάν, παιδε! Α! Γιατί δεν φάει! Ιδιώτη. Οράν βούλιμη τη μηχανάστε ή να εξέλθεις. Η αγοραστέ δυο μουρίας παρασκευάσματα τούτα εστίν. Du wagst es? Nein, noch nicht ganz. Du wagst es? Du wagst es? Das ist es, das ist es. Moment, ich... Du hast es geschafft, Bajek. Danke. Ich hab nie gezweifelt. Aya ist eine glückliche Frau. Ja.
Aya hält sehr viel von deinen Stücken. Sie mochte mein Pro-Kleopatra-Stück, meine Pharaonin. Nun können wir das Stück aufführen wie wahre Poeten. Vielleicht erschlagen uns die Wachen, aber ein Künstler muss seine Vision umsetzen. Irgendwann schreibe ich auch was über dich. Der letzte Magi. Nein. Keine Sorge, wir ändern den Namen des Schurken Ptolemäus und den Titel. Wir sterben nicht und das Stück wird weitergehen. Ja, und fast Level 19. Ja, jetzt 19. Es ist unser freier Wille, die Plejade. Fähigkeiten. Hilfsmittel. Okay. Mehr Luft anhalten. Handbombe. Attentatsbeute für 2 erlernen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Das würde ich gerne haben. Cooler Adlerangriff. Damit auch unsere Stadt okay. Zu beschützen. Da- Karte. Da haben wir noch Schatzkammer. Dann haben wir hier der letzte Leibwächter. Aber da ist das. Papa, bevia! Morias paras que valsma da vida leci. Is Maisonos Afrosinis. Das muss schnell erledigt werden. Ist denn niemand der Sache gewachsen? Nein. Du, dieses Abzeichen. Bist du ein Mann von Ehre? Es gibt nur noch so wenige. Ich bin ein Magi. Ich löse Probleme. Gut, ich habe eins. Ein höchst wertvoller Schatz muss heute noch überbracht werden. Du wirst gut bezahlt werden für diese Arbeit. Hier sind einige Drachmen als Vorschuss. Diese Stadt ist sehr viel teurer, als ich gewohnt bin. Gut, abgemacht. Folge mir. Abgemacht. Das, worum ich dich bitte, ist von höchster Wichtigkeit. Ja, natürlich. Das Händlerleben ist nicht einfach, das kann ich dir versichern. Tigerfelle oder Statuen zu transportieren, ist ein hartes Brot. Echt? Ach, diese Arbeiter. Die sind nie da, wo sie sein sollen. Nun, wie ich sagte, es muss schnell gehen. Oh, und weiche nicht von deiner Aufgabe ab. Kein Stück. Ich würde es erfahren. Mehr als das ist mir nach der Flut nicht geblieben. Du hängst anscheinend sehr an deiner Fracht. Ich schwöre beim Grab ihrer Mutter, die Götter schickten sie, um Alexandria zu verbessern. Sie? Ich habe deinen Leibwächter, Kara. Ich wünsche keine Wiederholung wie beim letzten Mal, Tochter. Warte, das ist nicht das, worum du mich
Magi, ich überschütte dich mit Drachmen, solange sie sicher ist. Und Kara, vergiss nicht den Empfang heute Abend. Du wirst bereit sein. Natürlich, Vater. Das möchte ich nicht verpassen. Ich bin so glücklich, dass du mir zu Hilfe kommst, Magi. Du bist schnell wieder zu Hause. Keine Sorge. Oh, natürlich. Danke, mein Bulle. Du siehst aus wie Herakles. Vielleicht nenne ich dich meinen Herakles. Wo musst du hin? Schnell weiter jetzt! Menü? Dadurch oder was? Endlich! Planänderung, Herakles! Wer? Na, schon gut. Kind, ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich gehe nicht. Kennst du eigentlich die Priester hier? Langweilig. Nein, ich muss auf den zentralen Markt. Ich habe von neuen persischen Stoffen gehört. Ich brauche sie. Sonst was? Sonst schrei ich. Dann kommen die Soldaten. Und dann, nun, selbst wenn du überlebst, wird Vater sehr erzürnt sein. Anubis soll diese Stadt holen. Bist du Sachmet in Verkleidung? Ist das eine Prüfung? Wie war das? Ach, nichts. Gut. Zuerst holen wir mein Pferd. Sie wird furchtbar behandelt, wenn ich nicht in der Nähe bin. Man sollte meinen, jemand würde das Wasser reinigen. Boah. Du. Weißt du, wenn du schneller fahren willst, das wäre in Ordnung. Sieh dir die Stadt an, Magi. Sie muss sehr einschüchternd sein für jemanden wie dich. Tja, das sind Boote. Nicht wie dieses Ding. Wie nennt man sie gleich nochmal? Feluken. Ah, ja, so provinziell. Right position, Gerech. Ich liebe diesen Teil der Stadt einfach. So rustikal. Man kann es förmlich riechen. Sie leben ein wahrlich einfaches Leben hier. Pegasus kann es einfach nicht erwarten, mich wiederzusehen. Natürlich hast du dein Pferd Pegasus. Kopf hoch, Leib. Junge Dame, wie schön, euch wiederzusehen. Wir ließen sie neu beschlagen, wie gewünscht. Na also, war das so schwierig? Wo ist meine Bezahlung? Ich sollte dich nur nach Hause bringen, nicht für dein Pferd bezahlen. Ich bin sicher, mein Vater wäre nicht erfreut, dass du das vor dem da diskutierst, Pferdemann. Natürlich, ich bespreche das mit deinem Vater. Oh, Pegasus, ich weiß, du hast mich vermisst. Ja, das hast du, du wunderbares Geschöpf. Wenn du nur Flügel hättest. Zeit zu gehen, Leibwächter. Jetzt reicht es mir. Ich bringe dich nach Hause, Prinzessin Kara. Oh, ihr großen Kerle seid alle gleich. Ihr gönnt mir auch keinen Spaß. Ich sollte dich hier lassen. Es ist deine Pflicht, mich sicher abzuliefern, oder nicht? Wer würde davon erfahren? Dein Gewissen wüsste es.
Sieh da, Leibwächter. Dort hatte ich meine erste Diskussion mit einem Soldaten. Ich bin sicher, er war sehr dankbar. Wir müssen zum Markt und Stoffe kaufen. Ich bringe dich nach Hause, wie es dein Vater wollte. Und nichts anderes. Jetzt reit vor. Weißt du, du machst alle meine Chancen zunichte, dieses perfekte Leinen zu bekommen. Da gibt es Unterschiede? Reit vor. Du bist viel ernster als meine üblichen Leibwächter. Du könntest dich mehr beeilen, Leibwächter. Ich habe einen Namen. Bayek? Ah, du kennst meinen Namen. Ich kann mich an alle ihre Namen erinnern. Wessen Namen? Die der Leibwachen. Ich schicke ihren Familien sogar Geschenke, wenn ich kann. Kara. Kara. Ja? Wenn wir Leinen für dich finden, wärst du glücklich? Wirklich? Natürlich. Danke, Bayek. Du hast einen wirklich interessanten Blick. Danke. Bleib stehen! Wir sind fast da. Endlich. Aha, endlich. Diese Stoffe sehen gut aus. Oh, das ist aber schwer. Würdest du mir helfen? Oh, Bayek! Pegasus! Sie wurde gestohlen! Bleib hier. Geh nicht weg. Amaxa elavnis kakisteos. Amelison.